Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Software.zone. Wir machen heute mal wieder ein neues Vorstellungsvideo. Wir sind ja gerade von der IBA zurück, ist ja noch gar nicht so lange her. Da gab es natürlich auch sehr viele neue Eindrücke. Wir waren sehr froh, dass dieses Jahr wieder so viele Airsoft, also in Anführungsstrichen so viele, also deutlich mehr Airsoft-Anbieter da waren als im letzten Jahr. Das war ja ein Trauerspiel. Wir haben uns dieses Jahr echt gefreut, dass man dort wieder einiges sehen konnte, Leute treffen konnte, Großhändler treffen konnte. Also es war wirklich nahezu mal wieder was erfolgreich war. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr noch besser wird und dass wir langsam wieder an die alten Zeiten rankommen. So, was wollen wir zeigen? Im Moment gibt es ja ganz viele Neuheiten und auch Double Eagle hat eine Neuheit. Wir haben jetzt länger darauf gewartet, wir haben sie aber schon im Shop und wir haben sie jetzt auch schon ein paar Mal bei Instagram und so leicht ein bisschen angeleakt. Und heute möchte ich euch dieses Modell endlich mal zeigen. Und aus dem Grund würde ich sagen, quatsch mal auch nicht lange rum, sondern ich hole das gute Stück mal auf den Tisch und dann schauen wir es uns zusammen an. So, hier haben wir das gute Stück. Es handelt sich um die Double Eagle M920 AX oder AR15 Aeronox. Und zwar ist Aeronox Industries, macht auch Zubehör, Handguards und sowas. Ich weiß gar nicht, ob sie auch Waffen machen. Aber auf jeden Fall hat sich Double Eagle hier was lizenzieren lassen, und zwar diesen Handguard. Da finden wir auch die Aeronox-Symbole drauf. Dann haben wir hier AX15 draufstehen. Wir finden auch hier am Magazinschaft das Aeronox-Logo. Dann haben wir weiter lizenziert hier den Butterfly Flash Hider, den ich übrigens sehr schön finde. Darunter ist natürlich ein 14 mm CCW Negativgewinde. Und was auch patentiert ist, ist dieser Orion Buttstock. Auch den finde ich sehr gelungen. Hier durch den Knopf kann ich den super einrastern. Ihr seht hier direkt schon die Sling Point Halter, sowohl auch hier. Das heißt, ich habe relativ viele Sling Point Möglichkeiten. Auch hier vorne am Handguard gibt es für den Sling Clip im Prinzip Öffnungen. Das heißt also, hier wurde wirklich darauf geachtet, dass wir relativ viele realistische Teile daran haben. Ich finde auch diesen Aeronox Handguard mit dem M-Lock System sehr aggressiv. Also die ganze AR15 hat dadurch einen sehr schicken Style. Wir haben hier ein abgekantetes, eckiges Gehäuse. Das ist ähnlich wie bei den Ghost Modellen von der Evolution. Finde ich auch sehr gut. Dann, das verstärkt halt nochmal so diesen modernen Future-Design-Look. Dann haben wir hier oben zum Öffnen hier das Patronenauswurffenster fürs Hop-Up. Das Ganze ist mit einem Bolt-Catch. Dann, was gibt es noch zu sagen? Oder das, wie gesagt, von der Optik her finde ich die einfach sehr gut gemacht. Wir hatten ja beim letzten Mal die EK47. Die ja auch mit diesem so ein Zwischending zwischen M4 und AK ist. Hier haben wir wieder ein richtiges AR15 M4 Modell. Und dann kommen wir einfach auch mal hier zu den technischen Daten. Die AR15 Aeronox ist im zusammengezogenen, geschobenen Zustand 720 mm. Im komplett ausgefahrenen Zustand. Und dafür habe ich 1, 2, 3, 4... Vier Rasterungen bin ich bei 800 mm. Wir haben hier eine Gesamthöhe von 220 mm. Und wir haben einen Innenlauf von 340 mm. Das Besondere ist, wir haben hier ein Modell, was komplett CNC gefertigt ist. Das heißt, wir haben einen Aluminium Receiver Upper Lower. Wir haben einen Receiver Handguard aus Aluminium. Wir haben hier einen Flashhalter, CNC gefräst aus Aluminium. Das Einzige, was hier oben jetzt Kunststoff ist, sind die beiden Sides. Dann haben wir hier auch einen Metall-Charging-Handle, der wie gesagt auch hier das Patronenfenster öffnet. Und auch hier den Bolt-Catch. Dann haben wir hier, wie gesagt, kann man gut sehen, oder kann man hoffentlich sehen, ein Rotary-Design-Hop-Up. Das ist natürlich auch wichtig. Dann haben wir eine Ambitrox, also eine beidseitige Bedienung, so dass ich die vom Schützen links und rechts bedienen kann. Wir haben eine Buffer-Tube komplett in Metall. Wir haben, wie gesagt, einen Stock aus Polymer, faserverstärkt. Wir haben einen sehr ergonomischen, auch hier mit den Logos von Aeronox versehenen Griff. Auch der hat so einen
sehr schönes, eckiges Future-Design, liegt aber immer noch sehr gut hier auch in der Hand. Wir haben hier einen Trigger-Guard, der auch dieses Eckige, sage ich mal, hier optisch mit aufnimmt. Finde ich sehr gut gelungen. Wir haben hier einen Flat-Trigger, der dafür sorgt, dass ich relativ schnell triggern kann. Lässt sich einfach hier auch wunderbar bedienen, das Ganze. Auch hier so, diese Linienführung sind einfach, ich drehe sie jetzt mal ganz kurz rum, dann kann man das hier vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Hier steht jetzt nicht Aeronox, sondern hier steht nur AX15. Dann haben wir hier dieses Aeronox-Logo auch drauf. Also die ist vom Design her, oder wenn ich es auch mal so schiebe, ne, dass man mal so ein bisschen über die Linie gucken kann, die ist optisch einfach sehr schön. Wie gesagt, Aluminium gefräst, haben wir alle schon gesagt. Dann haben wir im Innern eine absolute Top-Gearbox. Polymerpisten, wir haben einen vernünftigen Pistenhead drin ventiliert, wir haben einen vernünftigen Zylinderhead drin ventiliert mit einem Standardzylinder, wir haben ein stahlgefrästes Gearset drin und das ist das Besondere, wir haben hier eine brandneue ETU drin von Double Eagle, beziehungsweise ist das eine ETU von Kestrel, das ist das V2-System Kestrel und das Besondere an dem V2 Kestrel ist, dass ich es über Bluetooth per Handy programmieren kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeiten, Bursts zu programmieren. Ich kann den Trigger, die Responsivity, die Sensitivity einstellen. Ich kann den Active Break einstellen, den Cycles einstellen. Also ähnlich wie bei einem Aster Gate kann ich halt hier hingehen und kann Programmierungen vornehmen, die meinem eigenen Spielstil entsprechen. Es gibt einen AUG-Modus, also eine Art Sniper-Modus. Es gibt die Möglichkeit, Realmax zu programmieren. Das bedeutet, dass die ETU nach 30 Schuss zum Beispiel stoppt. Egal, ob das Magazin jetzt noch 100, das heißt, ich muss es rausnehmen, wieder reinstecken. Das heißt, ich habe so einen Real-Steel-Modus, wo ich im Prinzip sagen kann, dass ich das Ganze mit 30 Schuss spielen will. Ich habe einen binären Trigger, für die es nicht wissen. Also binär bedeutet, ich ziehe ab. Dann löst sich ein Schuss und ich lasse los und es löst sich ein Schuss. Das heißt, immer wenn ich so mache, löst sich jeweils ein Schuss. Damit kann ich relativ schnell triggern und die ETU hier drin arbeitet auch sehr sauber. Wir machen gleich mal einen Trockenschusstest, beziehungsweise wir machen auch mal dann später nochmal den Chrono und den anderen Schusstest. Und ich werde euch gleich, wenn wir dann hier mal einen Akku dran gehängt haben, dafür muss ich nur eins von den Kamera-Handys mir zurückholen, weil ich muss euch ja auch zeigen, wie dann diese App funktioniert. Sehr gut gemacht. Ich lade die App mir einfach runter, kann sie im Prinzip mich registrieren und dann kann ich, hier habe ich hier den vollen Zugriff. Sobald die Batterie angehängt ist, erkennt er das System und ich kann halt in einem Menü wunderbar diese Sachen alles einstellen. Finde ich für den Preis, und wir reden hier über eine Knifte unter 400, mega. Also, wir bekommen ein komplette Metall Optik. Wir bekommen hier so ein paar Highlights mit Markings. Wir bekommen auch hier designtechnisch echt ein Highlight. Wir bekommen eine ETU mit MOSFET, die auch noch per Bluetooth, per App ganz bequem, ohne Kabel, ohne irgendwelche Sensor oder Bluetooth-Link und was es alles ja auch bei Gate gibt, programmierbar ist. Das heißt, die Kommunikation zwischen dem Kestrel V2 funktioniert und dem Handy funktioniert einzig und allein über Bluetooth. So, also kein PC, nichts. Ich kann es am Spielfeld, im Spawn, in der Pause, kann ich einfach meine Modis anpassen. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann gehe ich einfach hin und ändere das ab. Finde ich mega super gelöst. Double Eagle hat gute Preise. Wir haben festgestellt, ja auch mit den anderen Modellen, viele von euch haben ja die UTR 45 bei uns gekauft oder die UTR 556, die auch so ein bisschen ähnlich optisch aussieht. Wir haben bis jetzt, man kann nie sagen, man hat nie eine Reklamation, aber wir haben so gut wie keinerlei Reklamation mit dem System. Oft sind es auch Nutzerfehler, wir haben ja auch viele Anfänger, muss sagen, wir haben ja hier gerade bei den günstigeren Modellen, sind wir ja schon ganz klar in der Einstiegsliga und dann kommen da eben auch ein paar Sachen vor, die uns vielleicht auch passiert sind, als wir es noch nicht hatten. Aber generell, nochmal, also mit den Double Eagle Modellen, Double Eagle hat dermaßen an Qualität zugelegt, wir sind super zufrieden und hier haben wir uns ganz klar, oder hat Double Eagle sich nochmal ganz klar in einer ganz anderen Liga positioniert. Das Modell ist wirklich richtig gut
und ich kann es wirklich sehr gut programmieren. Wie gesagt, da gehen wir später nochmal drauf ein. Vom Werk ist das Ganze angegeben mit 0,41 Joule. Ist eine 0,5er. Haben wir für euch nachgekront. Zeigen wir euch jetzt. Chronotest mit der M920 von Double Eagle, die AR15 Aeronox. Einzelfeuer. Sehr stabile Leistung. Und jetzt das Ganze nochmal als Rofftest. Auch ordentlich Dampf drauf. Wohl jetzt mit 11,1er Akku. Aber wie gesagt, leider war der 7,4er alle. Aber ich finde, man kann es auch so sehen, echt super Leistung. So, ich denke, der Chronotest konnte euch überzeugen. Ich habe mir schon mal Akkus hier dazu geholt. Was ich euch gerne noch zeigen würde, also liegt hier noch rum, also das Ganze kommt mit einem Standard Highcap 400 Schuss. Aber ich zeige euch gleich noch was zur Magazinkompatibilität. Es gibt noch einen Schusstest. Ich würde sagen, mit dem Schusstest machen wir jetzt einfach weiter. Und danach zeige ich euch, wie das mit dem Magazin kompatibel ist. Deswegen sage ich mal Schusstest jetzt. Schusstest M920 Double Eagle AR15 Aeronox mit einem 11,1er Lipo und mit GS Tactical 0,20 Gramm BBs. Full Auto. Oh, leer geschossen. Ja, das war ein kurzes Intermezzo. Ich hatte nicht genug BBs drin, aber ich denke, das ist selbsterklärend. Ja, also die schießt wirklich echt super und mir gefällt die auch sehr gut. So, also auch der Schusstest kann bei dem Modell absolut überzeugen. Ich würde euch jetzt ganz gerne mal ein bisschen was zu dem Magazin zeigen. Und zwar, dafür nehmen wir das schöne Modell mal hier raus. Na, also die hat auch ein ordentliches Gewicht, 2380 Gramm. Ist also, dadurch, dass Aluminium ist, relativ leicht, aber für mich reicht die vollkommen aus. Ich finde, die ist auch sehr gut ausbalanciert und wie gesagt, ist eben auch vom Design her echt aggressiv. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal hier die Magazine. Wie gesagt, Standard High Cap ist dabei, ne? Passt, klar. Dann haben wir hier die Magazine, die PC Max, ja, sieht auch gut dazu aus, kann man machen. Dann gibt es hier unsere Tornado Transluzent, die auch kombinierbar sind. Das heißt, ich kann auch hier wie bei G36 Magazinen miteinander koppeln. Funktioniert einwandfrei. Dann haben wir hier so ein kleines Ares Ameba, gibt es ja auch in Schwarz, passt hier auch ganz gut dazu. Battle Axe. Die wackeln ja immer ein bisschen, also das bin ich ja schon gewöhnt, also das ist nicht so schön hier. Also der Schacht ist eigentlich sehr gut, aber wie gesagt, das Battle Axe, oh, das kennen wir ja schon, wackelt am meisten. Und hier mal G und P, okay, Farbe passt jetzt nicht wirklich dazu, aber das passt eigentlich auch ganz gut hier rein. Ja, also wie gesagt, vom Magazin her gibt es hier eigentlich keine Probleme. Und dann kann man hier hinten, auch sehr ganz gut gemacht, hier hinten sind zwei solche Nasen, wenn ich die runterdrücke, kann ich einfach hier den Stock hinten abziehen und den Akku einlegen. Wir haben hier jetzt vom Master, ich habe hier einen 1500er Fuel von uns, der passt also einwandfrei hier rein. Ich hoffe nur, dass ich ihn jetzt, ist mir gerade eingefallen, auch vernünftig geladen habe. Der hat schon geklackt, also. Na, der hat zu wenig Power. Der ist anscheinend zu leer. Dann nehmen wir den mal raus und probieren hier mal. Das ist jetzt allerdings ein 11,1er, aber dann können wir direkt mal gucken, wie damit funktioniert. Ne, also 11,1, damit rennt die ordentlich. Und wie gesagt, die ETU ist auch dafür ausgelegt. Und da, ihr merkt ja schon, der Cycle Stop funktioniert wunderbar. Denn ich habe keine Doppelschüsse mit 11,1. Na, also funktioniert einwandfrei und habe keine Doppelschüsse. Chrono haben wir gezeigt, Schusstest haben wir gezeigt und ich weiß genau, was ihr jetzt sehen wollt. Ihr wollt die App sehen. Deswegen bin ich gleich zurück. Ich muss das andere Handy umbauen, damit ich euch das hier zeigen kann. So, dann sage ich, sehen wir uns gleich.
So, Freunde, ich zeige euch jetzt hier mal die App von eShooter. Das ist also der Produzent für diese Kestrel-Software und für die Kestrel-Geschichte. So, dann seht ihr hier, wir haben jetzt hier dieses Kestrel 2 hier oben. Das heißt, ich glaube, ich muss dafür erstmal das Handy den Akku anschließen und gehe dann hier auf Kestrel 2. So, jetzt hat er hier das gefunden. Verbindung wird aufgebaut. So, jetzt könnt ihr hier schon sehen, Stromstärke, Schusskadenz, Ansprechverhalten, Temperatur, Stromstärke, Spannung, Betriebsdauer, Akku hat noch 80%, auch eine super Geschichte. Dann geht ihr hier weiter in die Einstellungen. So, und hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, Semi-Modus wurde gesetzt. So, das heißt, die funktioniert jetzt hier im normalen Semi. Ihr könnt aber auch Auto oder Burst oder Binary oder was immer ihr wollt auf diesen Trigger legen in dieser Einstellung. Das ist der Semi-Modus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Auto-Modus geht, auch den könnt ihr dementsprechend hier programmieren und sagen Burst oder Auto. Wenn ihr jetzt hier wahrscheinlich auf Burst geht, dann hat er jetzt einen Dreier-Burst. Beziehungsweise hier könnt ihr einstellen 7er, 5er, 4er, 6er bis zu einem 10er-Burst. Das heißt, ihr könnt dann festlegen, wenn ihr hier den Burst eingestellt habt. Also er ist im Programmiermodus. Na, deswegen geht das jetzt nicht. Dann könnt ihr hier einstellen, also wie viel Burst er haben soll. Wir gehen jetzt hier wieder auf Auto. So, dann könnt ihr hier einstellen die Trigger Sensitivity. Ne? 1 ist sehr hoch, 5 ist niedrig, 3. Dementsprechend könnt ihr das hier einstellen. Federvorspannung könnt ihr einstellen, Stärke der Federvorspannung könnt ihr einstellen, Schusskadenzkontrolle. So, hier könnt ihr 100% eingeben oder ihr könnt auch hier DMR Modus verzögert des Abzugs. Ah, den kann ich nicht einstellen, das ist gesperrt anscheinend. Magazinmodus an. Dann stellt er halt ein, wie viel Kapazität hier dieses 30 Schuss Magazin. Wenn wir sagen an, dann haben wir hier ein 30 Schuss Magazin. Das heißt, das Magazin wäre jetzt hier mit 30 Schuss aus. So. Akkuschutz LiPo könnt ihr einstellen. Nach Änderung, da wird es einen zwingend erforderlich, den Akku von, okay. So, Akkuzellen ist jetzt ein 11.1 Akku, deswegen haben wir 3 Stück. Warnung bei niedrigem Akkustand könnt ihr einstellen. So, dann gibt's hier noch den Sensor. Da könnt ihr zum Beispiel den Feuerwehrhebel einstellen. Trigger könnt ihr einstellen. So. Kalibrierungsmodus. Also hier gibt es verschiedene Sachen, die ihr einstellen könnt. Full Auto. Seht ihr, jetzt springt er hier auf Semi. Safe Modus. Achso, das ist der Testmodus. Ihr könnt jetzt hier quasi die Sensorik einstellen. So, dann gibt es den Trigger. Da könnt ihr die Trigger Sensitivity einstellen. So. Gear Brake könnt ihr einstellen und den Kalibrierungsmodus. Also ihr seht, ich kann hier über diese App ganz bequem jede einzelne Funktion einstellen. Ohne dass ich jetzt hier einen USB-Link anschließen muss oder irgendwas ähnliches. Wunderbare Sache. Und ich hoffe, ich kann das gleich, ich hoffe, ich habe es vernünftig später hier drin gehabt. Das ist gar nicht so einfach, das hier darzustellen, aber ich werde das als Video quasi den Bildschirm hier reinhängen. Ich denke, ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, muss ich diesen Abschnitt nochmal neu drehen. Aber ich gehe davon aus, dass es funktioniert. So, also ich finde das hier einfach von der Funktion her wirklich auch fast selbsterklärend. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, so Federvorspannungsmodus und solche Geschichten, da gehe ich selten dran, weil da bin ich einfach nicht so. Das sind so Sachen, die stelle ich in der Regel nicht ein. Bei mir geht das Ding oder geht nicht. So. Ne? Wollen wir mal einen 30-Schuss-Modus probieren? Mal gucken, ob das hier. Ah, nee, das kann er nicht, weil nichts im BB. Alles klar. So. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Dass ihr das Modell gut findet, so gut wie ich es finde.
Und das ist eine echte Alternative zu den deutlich teureren Speckner Arms Modellen mit Aster MOSFET. Und es ist auch auf jeden Fall eine Alternative zu Gate. Und ich finde, das ist halt etwas, wo auch jemand, der nicht so sehr mit der Materie, ich finde, die Sachen sind gut erklärt, Fehlervorspannung, da weiß jeder ungefähr, wo er da jetzt gerade reingeht. Finde ich sehr gut erklärt. Ich mag das Modell unheimlich, das ist auch meine. Die bleibt jetzt, weil ich habe ja schon eine Astergate 2 Knifte da oben von Speckner Arms. Aber ich finde die auch wirklich selbsterklärend und finde das super gemacht. Mir gefällt die Qualität, mir gefällt vor allem die Optik. Ist was Frisches, Modernes und dementsprechend würde ich sagen, würde es mich freuen, wenn sie euch so gut gefallen hätte wie mir. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal.